Lust auf eine Auszeit? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Hallo und herzlich willkommen bei Stopp Auszeit. Ich stehe hier auf dem Parkplatz von der Schwarzenbach-Talsperre. Die befindet sich hier bei der Schwarzwald-Hochstraße. Und ich nehme euch heute mit auf eine wunderbare Rundtour und lasst euch mal überraschen, was euch erwartet. Ja, zur Staumauer gehe ich jetzt. Schön, dass ihr wieder da seid bei Stopp Auszeit. Wieder gibt es mal einen wunderschönen Trip durch den Nordschwarzwald. Ja, besser gesagt eine 7 Kilometer Rundtour mit spannenden Erlebnissen. Und fängt gleich mit dem Highlight an. Es ist bitterkalt im Nordschwarzwald. Aber schönes Wetter habe ich trotzdem erwischt. Und hier habt ihr gleich die Staumauer. Ich befinde mich direkt auf der Staumauer. Und von hier aus habt ihr schon einen fantastischen Blick. Na, gefällt euch das? Also mir gefällt's. Wahnsinn, schöner blauer Himmel. Gibt nichts Schöneres, um draußen in der Natur zu sein. Trotz der Eiseskälte, aber da muss man durch. Ja, hier, ich nenne es einfach mal im südlichen Bereich, führt der Rundweg am See entlang und so nach 4 Kilometer tauchen wir dann mal in den Wald rein und dann kommen wir wieder zum Ausgangspunkt. So ist der grobe Plan, aber ihr wisst ja, bei Stopp Auszeit funktioniert manchmal nicht immer. Im Sommer ist der See auch richtig beliebt. Es gibt, glaube ich, sogar ein paar Badestellen. Zur Errichtung von diesem Stausee hat man 2000 Menschen beschäftigt aus unterschiedlichen Nationen, die hier dann mal begonnen haben, Rohlungsarbeiten und zu leisten. Bei der Staumauer musste natürlich Beton und sonstige Sachen, also Gussbeton hat man hier genommen, hat man 2000 Menschen gebraucht, um diese Talsperre zu errichten. Und das war die erste Talsperre aus Gussbeton in Deutschland. Es war eine ganz schöne Meisterleistung, sage ich mal. Und in der Staumauer selber hat man 24, hier seht ihr sie nochmal, die Staumauer. Also bei der Staumauer hat man 24 Ablassrohre installiert, damit man das Wasser auch ablassen kann. Da gibt es sehr viele Informationen. Ein unterirdischer Stollen von 1,7 Kilometer Länge führt das Wasser vom Stausee zum Wasserschloss und wird dann oberirdisch weitergeleitet. Ja, ein ganz schöner Aufwand, was betrieben wurde, um ein bisschen Strom zu gewinnen. Aber in der Schweiz habt ihr das auch ganz oft. Die Schweiz ist voller Stauseen.
Ist ja auch eigentlich sinnvoll so, die Energie zu finden. 1926 hat man diese Talsperre gebaut und man hat wirklich nur 4 Jahre gebraucht. Im Krieg 1944 wurde sie bombardiert, aber nur leicht beschädigt. Ja, im Zweiten Weltkrieg hat man das also ganz gut überlebt hier. Also die Staumauer zumindest. Vom Rest wollen wir gar nicht reden. Ja, und in den vergangenen Jahren hat man sie dann auch mal wieder entleert, hat Kontrollarbeiten durchgeführt und hat dann, ich glaube in den 80er oder in den 90er Jahren, so sicher bin ich mir gar nicht, hat man nochmal eine 20 cm dickere Verschalung an der Staumauer hinzugefügt. So, wenn euch jetzt die Ohren rauchen, ja, ich finde, das gehört dazu, ein kleines bisschen Information. Die Schwarzwald-Hochstraße ist sehr interessant, hat doch sehr viele Ausflugsmöglichkeiten. Geht mal bei mir in die Playlist Schwarzwald, da findet ihr einige Touren hier in der Gegend. Da gibt es den Lotharpfad, den Mummelsee, ist auch eine wunderschöne Location zum Wandern, aber am Wochenende ganz gut besucht. Punkten geizt dieser Rundweg auch nicht. Und ich finde es heute wunderbar, dass die Sonne mich begleitet. Ist die Sonne weg? Boah. Kann der Schwarzwald richtig gnadenlos sein. Oh. Eieiei. Der Weg ist überhaupt nicht anstrengend. Oh, ist das kalt. Oh. Mit dieser Brücke hier geht es in den Wald. Also der erste Teil vom Stausee. Ich laufe schön entlang am Wasser. Und dann wechselt die Kulisse. Es geht in den Wald.
der Gewalt. Der Wald gehört zum Nationalpark Schwarzwald. Bei der Straße bin ich in den Wald eingetaucht. Und dann geht es mal nach oben, aber nichts Wildes. Die Rundtour hat nur 120 Höhenmeter. Aber bei dem Wetter hier wird es einem wenigstens richtig schön warm. Man friert nicht mehr. Aber es war eh nur im Gesicht. Sonst bin ich ganz gut angezogen. Mein letztes Video zwischen den Jahren war ich ja mit der Marisolla am Lago Maggiore und habe die Gegend um Piemont unsicher gemacht. Das Video ist 34 oder 36 Minuten lang geworden. Schreibt's mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Mögt ihr eher kürzere Videos oder gehen ab und zu auch mal die längeren? Das würde mich ganz arg interessieren, weil ich bin immer so hin und her gerissen. So zwischen 10 und 12 Minuten, was ich eigentlich in der Regel normal mache, ist schön. Aber ich könnte euch noch viel mehr präsentieren. Aber wenn ihr mir dann die Videos nicht mehr anschaut, bringt es uns allen nichts. Bisher habe ich es ein bisschen knackiger und ein kürzer verpackt. Aber ich weiß nicht, ich bin so eher der Genießertyp. Die 34 oder 36 Minuten vom Lago, boah, da ging das Herz auf. Es ist einfach ein ganz anderes Erlebnis. Ihr könnt noch näher bei mir dran sein und die Erlebnisse noch intensiver mit mir erleben. Und schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Bis was? Der zweite Teil, da läuft man hier im Wald. Und der zweite Teil ist was für die Seele. Einfach die Ruhe, hin und wieder einen kleinen Mini-Wasserfall genießen und die Seele baumeln lassen. Der erste Teil ist eher was fürs Auge, auch zum Genießen. Also sind zwei Teile aufgeteilt. Einmal mehr fürs Auge und der Waldweg ist mehr für die Seele. Ein paar Schritte noch. Und ich bin fast schon wieder am Ausgangspunkt, wie ihr sehen könnt. Man kommt aus dem Wald raus und hier ist wieder die Staumauer. Und auf der linken Seite geht es dann zum Parkplatz. Vom Parkplatz habt ihr auch schon einen tollen Blick auf die Schwarzenbach-Talsperre. So, die Tour geht zu Ende. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Das Jahr ist ja sehr jung. Ich kann nur eins sagen. Es gibt eine größere Reise dieses Jahr. Mehr möchte ich noch nicht sagen. Aber erstmal vielen Dank, dass ihr wieder bei Stopp Auszeit dabei gewesen seid. Hinterlasst vielleicht ein Like oder ein Abo. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Michael von Stopp Auszeit.